Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ja, ich befinde mich jetzt gerade hier in meinem Haus. Und ich habe einen richtig, richtig guten Plan. Ich habe mir was überlegt, wie ich Early Boy dazu überzeugt bekomme, dass er sich Revi und mir, oder eher gesagt unserem Volk, anschließen wird im Kampf gegen Gaia, Leute. Denn man darf nicht unterschätzen, Early Boy ist ein mächtiger Paladin, so wie ich mitbekommen habe. Und wir haben das ja auch letzte Mal gesehen, dass er wirklich sehr, sehr viel Macht besitzt, ja. Wir könnten jetzt zwar quasi im Krieg gegen Early Boy vorgehen, aber wir wollen ja nicht untereinander Krieg machen, sondern wir wollen uns zusammentun und gemeinsam gegen Gaia kämpfen. Und das erfordert natürlich auch, dass man sich irgendwie, friedlich zusammenrauft. Und deswegen, liebe Freunde, wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe vor kurzem eine Bestellung aufgegeben. Da müssen wir mal ganz kurz, gucken, ob das inzwischen alles da ist, was ich bestellt habe. Ihre Bestellung, ja, sehr schön, das ist alles angekommen. Und zwar habe ich bei einem Schmied, habe ich die ganzen Sachen hier angefordert, ja. Revi hat ja ganz viele Leute hier rübergebracht in die Stadt aus dem fernen Osten. Und ich habe eine Drachenrüstung anfertigen lassen und etwas Drachenfleisch. Ja, ich kann sogar, glaube ich, noch mehr davon anfertigen. Ich habe nämlich noch sehr, sehr viel Fleisch im Keller und auch Knochen. Da kann ich Early Boy sogar noch etwas mehr Fleisch anfertigen. Und zwar möchte ich das alles Early Boy schenken. Einfach, um ihn zu überzeugen oder ihm zu beweisen, dass es mir in erster Linie um den Frieden geht und nicht darum, gegen ihn Krieg zu führen oder meine Macht jetzt zu missbrauchen. Kann man das aus gebratenem Fleisch auch herstellen? Ich hoffe ja, weil dann könnte ich nämlich noch mehr von diesem Zeug herstellen. Nee, es geht leider, glaube ich, nicht, oder? Das kann sein, dass ich die falsch angeordnet habe. Das kann auch sein, dass hier das Fleisch hinkommt und so. Und so. Ja, das geht. Sehr schön. Selbst mit gebratenem Fleisch. Sehr geil. Da können wir nämlich jetzt Early Boy hier schön viel Fleisch geben. Das kann ich ihm schenken. Dann kann er halt Drachen damit groß züchten, wenn er will. Ja. Zum Glück habe ich so viel Fleisch hier noch auf Lager. So, zack. Dann packen wir das nämlich alles da rein. Und ich weiß nicht, Leute, was haltet ihr von der Idee? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir diese Mauer bauen, weil ich glaube nicht, dass diese Mauer Early Boy überzeugen wird. So wie ich Early Boy kenne, ist er halt ein Sturkopf. Und wir wollen ja friedlich zusammenfinden. So, jetzt habe ich fast 64 Fleisch. Also ich glaube, wenn Early Boy das nicht überzeugt, dann weiß ich aber auch nicht, Leute. Also das ist ja schon echt ordentlich, ne? So, dann machen wir uns mal eben kurz rüber auf den Weg. Ich habe, ach Mist, ich brauche noch ein Buch oder so. Ich muss irgendwie dem lieben Early Boy ein Buch oder so schreiben, womit ich ihn dann auch überzeugen kann, dass ich es wirklich ernst meine. Ich meine, ich hatte hier oben sogar noch, ja, ich habe da sogar noch ein Buch drin, sehr schön. Das nehmen wir auch mit. So, und dann gehen wir jetzt mal eben rüber, weil das Ding ist, wir brauchen ja nicht nur Early Boy, sondern seine ganzen Stadtwachen. Wir wollen ja morgen um 19.30 Uhr zum finalen Schlag ausholen und möchten gerne die unterworfene Stadt quasi befreien und von der Macht Gaias erlösen. Und dafür brauchen wir Early Boy. Wir brauchen definitiv Early Boy und seine Leibwächter, die er dort alle hat. Oje, oje, ich hoffe, die sind jetzt nicht gerade sauer oder so und lassen mich durch. Okay, ja, sehr schön. Okay, die lassen mich zu Early Boy durch. So, dann haue ich ihm hier die Kiste hin. So, dann kommt hier die Drachenrüstung rein. Moment, wir machen das so, so und so. Und dann kommt hier noch das Drachenfleisch hin. Ah, das können wir noch schön aufsplitten hier. So, dann machen wir hier so ein richtig schön. Also, da kann man sich echt nicht beklagen, Leute, oder? Also, ich finde, das ist schon echt ein schönes Friedensangebot an Early Boy. So, dann machen wir jetzt noch ein Buch. So, hallo. Hallo, Early Boy. Schau mal. Ich möchte gerne die Sache mit der Mauer vergessen und eine friedliche Lösung finden. Eine friedliche Lösung finden. Punkt. So, wir brauchen deine Hilfe im Kampf gegen Gaia und sind wirklich nur daran interessiert, Stadt zu beschützen und Gaia zu bezwingen. So, jetzt schreibe ich noch, dass ich vielleicht, ich hoffe, dass er, ich würde mich freuen, wenn du morgen vielleicht die Zeit hättest, mit mir und Revi zu sprechen. Gruß, King Donald Time. So, dann legen wir ihm das Buch hier rein.
Dann hoffen wir, dass das ihn überzeugt. So. Ach, ich muss noch ein Schild holen, Leute. Wir müssen da noch ein Schild vormachen, ja? Also ich denke mal, das ist doch schon, glaube ich, der richtige Weg, eher den Early Boy zu überzeugen. Vor allen Dingen die goldene Drachenrüstung. Ich habe extra eine aus purem Gold anfertigen lassen, Leute. Weil, welcher Paladin würde zum Beispiel auf einem Drachen reiten mit einer Eisenrüstung, ja? Early Boy hat so eine edle Paladin-Rüstung. Und dann finde ich, sollte sein Drache genauso edel aussehen wie er. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass Early Boy so ein richtiger, edler Kriegsherr sein könnte. Also, ich werde ihn versuchen zu fragen. Ich hoffe, dass er darauf Bock hat, uns zu unterstützen im Kampf gegen Gaia, ja. Und dass das Friedensangebot vielleicht jetzt ein bisschen was bewirkt oder so. Wäre natürlich eine schöne Sache und würde uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Ärger und Zeit sparen, ja. Denn wir möchten ja im Grunde genommen gar nicht die Stadt versklaven oder so, ja. Das möchte ich auch nochmal am Rande hier erwähnen, ne, weil es hier schon ein paar Leute gab, die direkt wieder Stress geschoben haben. Es geht nicht darum, die Stadt zu versklaven, nein. Wir möchten, dass Early Boy uns sich uns im Kampf gegen Gaia anschließt. Ein Angebot des Friedens. Oder des Friedens. Friedens. Gezeichnet. Gamers Time. Ich schreibe da jetzt Gamers Time drauf, weil King Donald Time würde jetzt nicht passen. So. Also, wie gesagt, uns geht es darum, Early Boy auf unsere Seite zu holen. Und dass er sich im Kampf gegen Gaia uns anschließt, ja, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und wir müssen Early Boy irgendwie zu uns bekommen. Also ich sag mal so, das mit der Mauer, ich kann die auch mal abreißen schon mal. Das mit der Mauer, ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen würde. Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das war ein bisschen zu voreilig gehandelt, ja. Ich hoffe, dass jetzt das Geschenk oder die Überzeugungsarbeit, die ich versuche zu leisten, ne, dass die hilft, ne, das soll auch irgendwo zeigen, so hey, ich gehe auch auf die Bedürfnisse der anderen ein, ne, und zum Beispiel Early Boy, ich habe ja gesehen, der hat einen kleinen Drachen, deswegen habe ich mir gedacht, okay, sein Drache ist noch relativ klein, der kann bestimmt gut Essen gebrauchen, deswegen das ganze Drachenfleisch und wenn er mal groß ist, dann braucht er auch eine vernünftige Rüstung, so wie Early Boy eine hat und deswegen habe ich gedacht, okay, dann lasse ich noch eine goldene Drachenrüstung anfertigen. Und ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, was Early Boy zu der ganzen Sache sagen wird, ob er sich darüber freut. Vor allen Dingen die Mauer, ich reiß die jetzt ab, wenn er wiederkommt, sieht er dann, dass sie entfernt ist. Und dann wird er sich vielleicht darüber noch mehr freuen, ja. Und wird sehen, okay, hier möchten die möchten wirklich den Frieden und so. Weil darum geht es ja, wir müssen ja Early Boy eigentlich davon überzeugen, dass wir den Frieden möchten. Was ja auch wirklich unsere Absicht ist, ne. Also wenn wir hier Krieg in der Stadt wollten, dann würden wir jetzt schon längst die Leute angreifen oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir möchten uns mit allen verbünden und gemeinsam im Kampf gegen Gaia stehen. Ja, das ist mein Ziel. Also das möchte ich nochmal sagen als König. Ich möchte eigentlich im Grunde genommen, dass wir die Stadt jetzt formieren. Dass wir alle wieder eine Einheit werden. So wie es vor einiger Zeit gewesen ist, ja. Und dass wir gemeinsam alle gegen Gaia kämpfen. Denn in letzter Zeit macht jeder irgendwie hier nur so sein Ding. Und deswegen als König versuche ich jetzt alles zusammenzubringen, ja. Und ich möchte hier noch mal sagen, ne, ganz kurz mal eine Sache am Rande. Wenn es Leute gibt, die bei mir jetzt in Zukunft, das möchte ich noch mal erwähnen, in Zukunft, ja, irgendwie beleidigen oder irgendwie schreiben, ja, das Roleplay ist kacke, das ist schlecht oder so. Mag ja sein, dass das Kritik ist, aber ich habe jetzt mir die Kommentare der letzten drei Videos durchgelesen und da gibt es zum Beispiel Kameraden, sage ich jetzt einfach mal, ja, die in den Kommentaren der Meinung sind, wirklich schlechte Stimmung zu verbreiten, indem die unter jedes Video einfach nur posten, ja, ist schlecht, wird immer schlechter, ist noch schlechter, ja, die einfach nur so aus Langeweile immer wieder und wieder das reinschreiben. Ich bann einfach jeden Kommentar, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise versucht, das Ganze hier irgendwie negativ zu machen oder so, bann ich einfach wahllos von meinem Kanal weg. Ich mache da gar keine Ausnahmen mehr. Sobald einer irgendeine Kacke schreibt, die unpassend ist, bann ich ihn einfach von meinem YouTube-Kanal weg, ja? Das heißt, dann können diese Leute keine Kommentare mehr hier schreiben. Zumindest sieht sie keiner mehr, wenn sie welche schreiben. Ich habe jetzt alleine in den letzten zwei Videos, das möchte ich mal am Rande erwähnen, nur damit die Leute Bescheid wissen, in den letzten zwei Empire-Videos habe ich locker über 400 Leute vom Kanal weggebannt. Ich mache mir die Mühe. Ich lese jeden einzelnen Kommentar durch. Das habe ich schon immer gemacht. Nur weil ich sie nicht beantworte, heißt das nicht, dass ich sie nicht lese, ja? Zum Beispiel, wir haben auch sehr viele geschrieben, hey Kevin, das mit der Mauer, ich glaube, das ist eine falsche Entscheidung als König. Du solltest lieber versuchen, Early Boy auf eine friedliche Art und Weise zu überzeugen. Das, finde ich, ist ein Kommentar, okay? Sowas kann ich stehen lassen, habe ich kein Problem mit. Aber wenn jemand irgendwie beleidigende Sachen schreibt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was er damit bewirken will, dann banne ich diese Leute einfach. Weil das macht, gerade das macht das Roleplay erst recht kaputt, ne?
es ist halt einfach nur mal so, es kann nicht immer nur nach der Nase von den Leuten gehen, die ja der Meinung sind, dass die Projekte nur für sie gestrickt sind, ja. Es gibt Leute, die mögen das, wenn so ein bisschen Action mal in so ein Projekt kommt. Und natürlich gibt es die Leute, die das nicht mögen. Und wenn ihr das nicht mögt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Das akzeptiere ich. Aber wenn wir mal so eine Actionphase reinbringen, wo wir mal untereinander ein bisschen Krieg haben, dann kann es nicht sein, dass hier zigtausend Leute anfangen, so einen Stress zu schieben und negative Stimmung zu verbreiten, ja. Wie gesagt halt, also ich werde da jetzt in meinen Videos nichts mehr zu sagen. Das ist heute das letzte Mal, dass ich das anspreche. Ich möchte nur vorab gesagt haben, ne, damit sich nicht jemand nachher wundert, ich banne einfach jeden Kommentar, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise versucht, das Projekt negativ bei mir in den Kommentaren dastehen zu lassen oder irgendwie Teilnehmer beleidigt. Das kann auch sein. Ne, es gibt auch Leute, die reinschreiben bei mir in die Kommentare, dass Revi ein so und so ist. Ne, die banne ich auch einfach weg. Oder auch Leute, die mir sagen, ich soll bitte nicht mehr mit Revi aufnehmen, weil sie Revi nicht mögen. Solche Leute banne ich von meinem Kanal. Weil das macht keinen Sinn, wenn ihr dann hier seid. Weil Revi, Early Boy, genauso auch Balui und Basti, das sind alles Leute, mit denen ich gerne aufnehme. Und ich entscheide selber, mit wem ich aufnehme und lasse mir das von niemandem irgendwie vorschreiben. Dann habe ich halt weniger Zuschauer auf YouTube, dann habe ich halt weniger Klicks. Das ist mir alles scheißegal. Ja, ich habe eine sehr, sehr standhafte und feste Stamm-Community. Da sind super geile Leute drin. Ne? Und ich sag jetzt mal, wenn es hart auf hart kommt, ich brauche noch nicht mal diese riesen Reichweite. Ne? Weil die kleine Stamm-Community, die ich habe, die unterstützt mich so enorm. Von der kommt so oder so der meiste Support, ja. Und diese Leute, die sind mir wichtig, auf deren Kritik höre ich, ja, aber nicht auf Leute, die nur wegen Empire hier sind und irgendeinen Müll in meine Kommentare schreiben, ne, das möchte ich nochmal am Rande erwähnen. So, jetzt haben wir Early Boy auf jeden Fall ein Friedensangebot rübergebracht, vielen Dank nochmal an die, ich sag jetzt mal, königlichen Berater, die so vernünftig waren und mir versucht haben, einen Tipp zu geben, wie das Ganze besser klappen könnte, ja. So finde ich das in Ordnung und ja, ich denke mal, ich habe jetzt in der Folge genug erklärt, was Sache ist. So, die Mauer ist auch weg. Ich denke, da wird Early Boy sich auf jeden Fall freuen drüber. Und das wird ihm auch so ein bisschen zeigen, dass mir das wichtig ist, dass wir eine friedliche Lösung finden. Wenn ihr natürlich noch weitere Tipps habt, falls Early Boy nicht eindenken sollte, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und nochmal zum Abschluss, bevor ich jetzt das Video beende, möchte ich nochmal erwähnen, Leute, lasst es einfach sein. Glaubt mir, ihr werdet weggebannt vom Kanal. Ich habe da mehr als genug Möglichkeiten. Ne? Wir haben auch hier YouTube-Moderatoren. Mittlerweile kann man nämlich auf YouTube auch Moderatoren auf seinem Kanal einstellen. Die können genauso die Kommentare bearbeiten und die können euch genauso wegbannen. Die lesen die Kommentare. Das können 500, 600 Kommentare sein, die in einem Video stehen. Wir lesen alles durch und wir bannen jeden weg, der irgendeine Kacke schreibt. Ich habe das auch extra veranlasst, so, dass Leute, die irgendwie, und das müssen nur Kleinigkeiten sein, ja, selbst wenn einer reinschreibt, Kevin, du bist ein Arschloch, weil du ein doofer König bist, so jemanden bannen wir weg, ne? Da machen wir keinen Spaß mehr. Ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte, dass es in meinen Kommentaren gesittet zugeht. Hier gibt es eine große Zuschauerschaft, die, selbst wenn das Roleplay ihnen nicht gefällt, trotzdem dranbleiben und versuchen mit vernünftigen Tipps und so die Sachen so ins Gerade zu biegen und so. Und genau das macht ein Roleplay, finde ich, auch aus, dass man so mitfiebert, aber auf eine sachliche Art und Weise, ne? Deswegen, wie gesagt, halt, bleibt sachlich, dann kann das Ganze auch, denke ich mal, gesittet hier ablaufen. Und ansonsten würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich bin gespannt, wie Early Boy auf die ganze Sache reagiert. Vielleicht könnt ihr mir sogar eine Info geben, wenn er das Geschenk entgegengenommen hat. Aber ich hoffe, dass er morgen Zeit hat, dass wir mal ein Gespräch finden können und ich ihn dann überzeugen kann, sich uns anzuschließen im Kampf gegen Gaia. Falls ihr natürlich da auch noch irgendwie Tipps habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr nichts mehr von Empire verpassen wollt, vor allen Dingen den Livestream morgen. Übrigens, kurze Info noch am Rande, Mensch, jetzt habe ich schon fast vergessen. Morgen fängt der Livestream auch wieder sehr früh an. Ich werde morgen so gegen 10 oder 12 Uhr schon streamen, weil ich habe morgen Geburtstag und wollte einen großen, großen Geburtstags-Livestream machen, wo ich mit euch zusammen feiere. Ich habe nämlich auch noch ein paar schöne Verlosungen, die ich machen kann. Ich möchte euch morgen ein paar Geschenke machen. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr morgen einschaltet. Bis dann. Tschüss.